Hallo zusammen. Ramazzotti is back. Dritter Teil Bloodborne Beginners Guide. Wir starten da, wie gewohnt, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Unglücklicherweise habe ich meine Blutechos verloren. Beim letzten Mal und mache mich jetzt auf den Weg, mir genau eben diese wieder zurückzuholen. Bei dem Trollkollegen ist es halt auch so, ach man, ich muss mich echt daran gewöhnen, dass sie noch nicht Platz haben. Und noch zwei Schläge brauchen. Mein Gott. Bei den Kollegen ist es echt so, wenn er auf euch zugesprungen kommt, nicht in Panik verfallen, versuchen den Schuss noch zu setzen. Dann habt ihr auf jeden Fall einen sicheren Stagger. Und könnt ordentlich reinhauen. Uns zurückgeholt. Sehr gut. Ansonsten, ja, der Plan ist, das erste Gebiet zu durchforsten. Der Aufzug funktioniert noch nicht. Müssen wir von der anderen Seite ran. Oh, hier oben liegt noch ein Item auf jeden Fall. Dann, wenn wir hier hoch könnten, wären wir wieder bei den zwei Werwölfen. Das nur zur Info. So, und hier sind Hunde unterwegs. Hier oben, wenn man es genau, wenn man genau hinsieht, sieht man es auch. Es ist auch eine Art Shortcut und zwar an der Stelle nach dem Feuer, wo die vielen Gegner sind. Dann kann man sich dort aus den Shortcut benutzen, um direkt hier hin zu dringen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ich glaube, in meinem ersten habe ich es gar nicht gesehen gehabt. Muss man selber wissen. Ich sehe den großen Benefit da nicht. Die Axt ist schon recht langsam. Also wie gesagt, ich habe ja auch die eine oder andere Erfahrung mit einer anderen Waffe und jetzt so im Nachhinein, ich bin selber jetzt nicht der größte Fan der Axt. Aber wenn man das startet, das Spiel, und man keine Erfahrung hat, ist es definitiv die bessere Alternative. Hier ans Fenster. Ich gehe jetzt mal nicht hier ans Fenster. Wenn wir später bei der die Odin Chapel freigeschaltet haben, dann können wir die Oma, die in dem Haus wohnt, dorthin schicken. Das ist eine ziemlich miesgrämige alte Frau. Mir ist noch kein adäquater Name eingefallen für die Kollegen hier. Und wie sie offiziell heißen, habe ich auch nicht auf dem Schirm.
Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten bei den Kollegen. Die haben euch relativ schnell down. Nicht anvisieren, wenn man auf einer Leiter, auf einer Brücke ist. Wie gesagt, mit den Stägern bzw. der Pistole, wirklich probiert es einfach aus. Das ist echt reine Übungssache. Ich finde es jetzt relativ einfach, muss ich sagen. Ich habe da eine hohe Quote im Vergleich zu Dark Souls 3, wo es ums Parieren geht. Es ist deutlich besser von den Erfolgschancen her. Es ist sicherlich in beiden Fällen Übungssache, aber es funktioniert hier schon deutlich besser als bei Dark Souls 3 zum Beispiel. So. Items zu holen. Ist ein bisschen tricky, muss man darauf achten, dass man nicht runterfällt. Das ist ein bisschen hakelig gemacht, gestaltet, weil wenn man mit der Waffe ausholt und zuschlägt, macht man gleichzeitig auch immer noch einen Schritt nach vorne. Deswegen lieber sich langsam rantasten, als ungewollterweise nach unten zu fallen. Die ist immer super nervig. Zumal man auch relativ easygoing dabei sterben kann. So. Hier ist noch ein NPC. A hunter, are you? And an outsider? What a mess you've been caught up in. And tonight of all nights. Here, to welcome the new hunter. Prepare yourself for the worst. There are no humans left. They're all flesh-hungry beasts now. Ja, so ist das. So, direkt danach nochmal ansprechen. Ich glaube, wir kriegen noch eine Geste von ihr. A hunter unnerved by a few beasts. No matter. Shake of Cape. What are you still a hunt? A hunter must hunt. Warte. Enough trembling in a hunter must hunt. A hunter must hunt. So, das wäre das. Und dann kommen wir wieder zurück. Auch hier ist es ziemlich tricky, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Ich suche mir gerade mal eine Stelle raus, an der ich relativ unproblematisch runterfallen kann. Das sollte gehen hier. Ja. So, und dann haben wir hier unten noch einmal linke, rechte Seite. Und Ratten erwarten uns. Später im Spiel ist das alles easy going, ja, aber auch Ratten sind jetzt noch echt gefährlich. Auch wenn es nicht so aussieht. Ja, die können einen gut abpacken. Auf jeden Fall. Ihr müsst gerade am Anfang immer eure Energieleistung behalten. Es geht zu schnell teilweise. Später ist es alles kein Problem, aber hier ist echt immer Vorsicht geboten. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob hier noch was lag. Ah, sieht gut aus.
Madman's Knowledge, das gibt uns Insight. Auch nicht so verkehrt. Ja, was uns natürlich dazu führt, dass ich am Anfang kompletten Bullshit geredet habe. Man kann natürlich auch ohne zum Boss zu rennen, sich erstmal an Stellen vorkämpfen, wo man Madman's Knowledge findet. Somit hat man dann das nötige Insight, um auch leveln zu können. Vollkommen richtig. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Entweder zack, direkt als erstes direkt zum Boss, ist meines Erachtens die schnellere Lösung, oder man wartet eben halt, bis man sich durchgekämpft hat. Bis zu einem Madman's Knowledge. Wir dürfen jetzt hier beschossen werden von oben. Genau. Deswegen, wir grasen das Gebiet später nochmal ab, weil wir da eh nochmal zwangsläufig hinkommen. Und machen uns jetzt erstmal hier auf dem Weg nach oben. Habe ich jetzt taktisch nicht so klug gelöst, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade auf. Aber macht nichts. Gehen wir gleich nochmal zurück. Madman's Knowledge. Und hier wartet noch ein Troll auf uns. Das war's. Ich glaube, hier redet jemand, ich weiß es nicht. Ja. Die Tür macht sie nicht auf. So. Wir hören die Spieluhr wieder. Gehen die Leiter hier hoch und können jetzt wieder einen Shortcut aufmachen. Und uns die Spieluhr holen. I don't know your voice, but I know that smell. Are you a hunter? And the prettiest wee look from my mom. I seen it came back from the hunt. And she went to find him. But now she's gone too. I'm all alone. I'm scared. So, den Auftrag nehmen wir natürlich an, versuchen die Mutter des Kindes zu finden. Man freut sich auch. So big and beautiful, you won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. So, und die music box erhalten wir. Also. His favorite songs. And when daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mom's so silly when I'm off without it. So, folgende Informationen. Also auf der einen Seite, die Mutter, die wir suchen und finden müssen, hat eine rote Brosche. Und die Musicbox, die wir mitbekommen haben, die wird immer für den Vater gespielt. Es wird später nochmal interessant werden, weil beim zweiten Endgegner, Father Gascoigne, wird es so sein, dass in der zweiten Phase des Kampfes, wenn er richtig eskaliert, wir die Musicbox spielen lassen werden. Und dann genügend Zeit haben, um den Endgegner ordentliche Hiebe mitzugeben. Was ein großer Vorteil ist auf jeden Fall. Und in dem Gebiet werden wir auch die rote Brosche finden. Und können dann später entscheiden, ob wir die Brosche dem Kind zurückgeben. Oder ob wir es dabei belassen. Die Entscheidung obliegt dann ganz euch. Gibt man dem Kind die Brosche, passiert nichts weiter. Außer, dass das Kind nicht mehr ansprechbar ist dann am Fenster und nur noch Stille herrscht, oder wir behalten sie und dann können wir das Kind zur Bodenchapel schicken, wo es quasi sicher ist. So, jetzt bin ich hier gerade auf einer Suche nach einer Leiter. Hier ist sie auch schon. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder beschossen werden.
hilft ja nichts, müssen wir drum. Kann man nicht drum herum. Ja, ist auf jeden Fall tricky hier die Stelle. Verdammt! Ich hatte mich schon entschieden, dass ich es doch lieber sein lasse und habe versucht noch ein sicheres Plätzchen zu finden. Ja, verdammt. Not so cool. Müssen wir uns die Seelen nochmal wiederholen. Vielleicht sollte ich auch mal in den Hunter streamen, dann könnte ich auch mal ein bisschen leveln. Wäre eine empfehlenswerte Vorgehensweise. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Dann ist die Gier größer als der Verstand. Away, away, bla bla bla. Ah, ich hasse diese Waffe. Wie gut, dass ich die euch empfehle. Aber es ist am Anfang, wie schon so häufig erwähnt, wirklich die beste Alternative. Aber wie gesagt, ich bin da nicht mehr im Training. Ja, komm her, mein Freund. Und da sind unsere Seelen weg, jawohl, hervorragend. Clever. So, zweites Mal gestorben, Seelen weg. Aber es ist trotzdem lehrreich, denn, was haben wir festgestellt, wenn man leicht angepisst ist und so schnell wie möglich wieder zu seinen Blutechos zurück möchte, dann ist das wahrlich nicht der beste Ratgeber. Geht halt dann echt doch super auf die Hose. Und man ist halt schneller tot, als einem lieb ist. Vor allen Dingen am Anfang des Spiels. Ja, wie gut, dass ich die Tür schon geöffnet habe. Das war übrigens noch etwas, was wir vergessen haben. Ist die Tür nämlich offen, können wir das schön umgehen. Tja, hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Aber besser als nichts. Ja, also, wie gesagt, völlig vergessen, die Tür hier aufzumachen. Dann hat man im Zweifelsfall genau das Problem nicht, was wir eben hatten. Und können direkt straight zu den Hunden hier. Schade eigentlich. Ansonsten achtet wirklich darauf, euch mit der Steuerung vertraut zu machen. Mit dem Wegrollen. Ausweichen ist ein super großes Thema bei Bloodborne. Das ist die halbe Miete.
So, jetzt können wir auf die zweite Seite hier runter. Das war eigentlich der Plan von eben. Drei schöne Ratten. Und der ist fast schon wieder gelegt. Ich werde verrückt. Ich sag's euch ja, selbst die fucking Ratten gehen euch richtig auf die Nüsse im Zweifelsfall. Grauenvoll. So, was habe ich jetzt eigentlich hier reingesammelt? Das habe ich schon völlig übersehen. Natürlich. Ja, den Source Beer haben wir eingesammelt. Könnt ihr an der Stelle noch mit rumexperimentieren, ob euch die Waffe besser liegt. Weil wir haben die Hunter Eggs, die haben wir ja noch nicht aufgerüstet. Von daher. Ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, um zu gucken, ob einem die Waffe auch liegt? Wenn man beim Rollen vorwärts die L-Taste drückt, dann gibt es halt auch einen Angriff. Mit L1, wo er dann die Transformation auch durchführt. Ist im Zweifel auch nicht so verkehrt. So, wo war die leider? Von allen Seiten. Ach du Scheiße. Na, komm her, du Sack. Zu spät. Okay, der hat jetzt eigenartigerweise etwas mehr ausgehalten als die Kollegen vor ihm. Ich glaube, das weiß er. Ach nein. Ist echt tricky die Stelle. Super schön gemacht hier. Das Setting vom Spiel ist echt nicht das Beste, was ich je gesehen habe. Ist natürlich ist Geschmackssache, ist mir schon klar. Aber ich finde es richtig gut. Eine Eulenbirne. Das ist ein Item. Das macht zum Beispiel bei. Gegebenenfalls einem Endgegner sind. Man schmeißt die Wollurne auf den Endgegner und
Schmeißt man noch einen Molotow hinterher. Hier ein bisschen aufpassen, um das Item zu bekommen, müsst ihr wirklich ziemlich präzise auf diesen Balken anvisieren. Ist man auch sehr schnell dran vorbeigesprungen im Übrigen. Und die Gutscheinscherbe ist eingesackt. So. Super nervige Gegner. Da sind fucking Quecksilberpatronen. Ich werd verrückt. Was ein Unfug. Wenn ich mich recht erinnere, ist das wirklich der Gegnertyp, der taucht nur hier auf und das ist auch gut so. Das ist super nervig. Einfach extrem nervig. So, die kommen jetzt runter, die Kollegen hier. Ist der zweite auch schon runter? Komm her noch mal. So, da hinten sieht man schon schemenhaft den wilden Eber. Der ist ziemlich groß, ziemlich agro und auch eine super Stelle hier, um zu sterben. Ich überlege gerade, ob ich es machen soll oder nicht. Wahrscheinlich geht es in die Hose, wie hier alles in die Hose geht, aber komm, drauf geschissen. So. Und da kommt er auch schon. Na ja, komm, komm, komm. Okay, setz jetzt immer Schwein gehabt. So, die Leiter hier führt uns wo genau hin? Habe ich gar nicht mehr im Kopf. We will see. Okay. Ah, ja, genau. Alles klar. Hier können wir den Aufzug freischalten. Der eben noch. Ach, was schwimmt da rein? Der unten eben halt gesperrt ist.
Oder oben, an der Stelle mit den zwei Trollen. Und das ist dann quasi der Shortcut zum zweiten Endgegner. Oder zum ersten, je nachdem, wie man, wen man zuerst macht. Und wir gehen jetzt aber hier nicht die Treppe hoch, sondern wir nehmen den anderen Weg auf die andere Seite der Brücke. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir im nächsten und ja, auch letzten Teil des Beginners Guides. Und wir sehen uns gleich wieder. Danke fürs Zuschauen.